Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Zomboid mit dem lieben Knolle Spiel zusammen. Ich bin hier, ja, hallo. Und dann begrüßen wir auch den, den Sach schon. Pausenklaus. Pausenklaus. Boah, ich bin gerade von Zombies angegriffen, das ist das Schlimme, und ich laufe gar nicht weg, doof Mann. Ja, Hallöchen und Lauf. Lauf, Forest, Lauf. Und ich bin tot, genau. Du glaubst es doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein, oder? Ich bin aus dem Wald raus, das ist das Positive. Ich wollte gerade sagen, zumindest bist du jetzt nicht mehr im Wald. Du hast auf jeden Fall die Medaille der häufigsten Tode verdient schon. Ja, das ist ja schon mal etwas, ne? Also so ein Shit aber auch. So, das heißt, ich muss nochmal rein. So, was habe ich denn hier? Ich bin hungrig, gelangweilt und schwer beladen. Okay, da kann man was gegen machen. Ja, welche Karte war das? Die Muldrow oder West Point? Muldrow. Gut. Vielleicht sollte ich mal mit einer Frau spielen, vielleicht klappt das besser. Ach, die ist voll die Kiste. Ich glaube, das ist jetzt der dritte Charakter, den ich spiele, oder? Ja. Und ihr seid immer noch der Erste, ne? Weil ich weiß, ja. Ja, ja, super. Aber jetzt bin ich etwas unglücklich. Ja, jetzt schalte ich um auf Männlein, Weiblein, dann ändert er den Namen wieder. Finde ich ja auch toll, ne? Ja, ich glaube nicht, dass irgendwie, keine Ahnung, eine Frau Jochen heißt oder so. Das macht schon irgendwie Sinn. Ja, aber ich habe ja einen fiktiven Charakter. Also du wählst hier deinen Charakter aus, machst einen fiktiven Charakter und denkst schon an einen männlichen Charakter und steht auf weiblich. Ist ein bisschen doof. Ja, Brusthaar machen wir erstmal an hier. Brusthaar beim weiblichen Charakter? Nein, ich bin ja männlich, hab dann umgeschaltet. Der hat automatisch weiblich ausgewählt gehabt. Hab den Namen schon eingegeben und wollte dann umschalten und dann hat er den Namen wieder überschrieben. Sowas Doofes. So, jetzt bräuchte ich noch irgendwie Alkohol, damit ich wieder nicht unglücklich bin. Ja, das ist halt so, ne? Und sehr gelangweilt. So, jetzt geht's wieder weiter. Oh mein Gott, was kann man denn gegen Langeweile machen? Könnte rausgehen, ein paar Zombies schlachten, aber ich glaube. Magazine lesen. Haben wir nicht auch irgendeine Kiste, eine Zeitung oder ein Magazin oder sowas? Ja, ich kaputt weg. Ja, ach, schade. Ich glaube, ich hatte irgendwie schon mal einen Charakter gespeichert gehabt, aber der ist jetzt nicht da. Toll. Ich kann mir mal angucken, was auf der Kreditkarte hier drauf ist. Das wird doch bestimmt helfen. Oh, ich brauche wieder. Essen hatten wir im Kühlschrank gelagert, Knolle. Ja. Okay, ja. Ich brauche nochmal einen kleinen Happen zu essen. Hier ist ein Basketball und ein Baseball, und dann kann man doch die Zeit vertreiben. Echt? Geht das? Nee, wäre aber gut. Würde Sinn machen, ja? Dass man sich so ein Baseball zuwirft. So, ich habe mir jetzt mal ein paar Chips rausgenommen. Den kann man auch nicht zu dir treten. Mann. Kann er sich nicht mit dem Baseball beschäftigen oder was? So, ich bin auch gelangweilt. Ja, was meinst du, Knolle? Sollen wir mal irgendwie auch ein bisschen Entdeckungstour gehen? Ja, wäre vielleicht nicht ganz verkehrt, oder? Ich tue ihm gerade so, habe ich eine Hose an? Ja, habe ich. Okay. Habe ich eine Hose an? Ja, weil die sind ja nicht als ausgerüstet angezeigt. So, pass auf, dann leere ich mal mein Inventar ein bisschen, so dass ich relativ viel tragen kann. Ich habe ja einen Rucksack dabei. Hatten wir schon einen Arzt? War einer von euch schon Arzt? Du warst der Arzt bisher. Okay, dann mache ich erst Helfer wieder. Warst, ja. Oh, ich brauche was zu trinken. Ich habe zwei Wasserflaschen dabei. Ah, oh, das ist gut. Ich habe mir wirklich alles weggelegt. Küchenmesser kann ich als Waffe ausrüsten. Ja, komm, ich nehme Säge und Axt mal mit, oder? Wenn wir jetzt mal auf Erkundungstour gehen. So, pass auf. Auf dem Boden eigentlich. Hier liegt eine Wasserflasche. Nee, hier ist eine Wasserflasche drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Tja. Hier. Jetzt muss ich noch 4 Punkte irgendwo. Trinken. So, jetzt passt das wieder. Leere Brauseflasche. Ja, dann füll die doch hier oben am Wasserhahn auf. Das müsste doch, solange es so fließendes Wasser gibt. Ich starte mal und dann will ich hoffen, dass ich gleich im Lager starte, ne? Genau, direkt bei uns. So, jetzt lass mal gucken. Ich leg das Buch weg. Noch schnell, dann kann damit auch nichts passieren. Tja. Also ich kann jetzt über 30 Kilo tragen. Ich nicht.
bin in einem Raum schon mal auf jeden Fall, wo, sag schon, die Fensterscheiben schon eingeschlagen sind. Das macht schon einen schlechten Eindruck, ne? Ein bisschen doch schon. Ich bin gelangweilt. Tagebuch gibt's ja auch noch. Warte mal, nach oben sollten wir, glaube ich, nicht. Da war, glaube ich, nichts mehr, oder? Ich habe keine Ahnung, wie ich ehrlich sein soll. Also ein Picknickbänker. Warum bin ich denn schneller als du? Weil ich... Ich bin so ein Holzfäller, ne? Ich bin so ein... Naja. So ein super Typ. Da geht's in den Wald rein. Ja, Wald haben wir gelernt, ist nicht so toll, ne? Wald besser nicht, nein. Würde ich nicht machen. Oh, meine Langeweile geht weg. Echt? Ja, muss man sich erst bewegen. Vielleicht ist Wald doch super. Vielleicht kommt da zwei Zombies raus und ist auch wirklich nicht mehr gelangweilt. So, ich wollte mal gerne gucken, kann ich hier nicht Baum fällen? Oh, cool, guck mal, schon Baum fällen. Zack. Mach mal. Ich auch mit dem Messer. Irgendwo klopft sie, aber ich weiß nicht, wer das ist. Das waren bestimmt wir, ne? Okay, aber Baumstämme nehme ich jetzt nicht mit, oder? Nee, die sind ein bisschen zu schwer. Mal ein Kilo. Ja. Sollen aber wir mal hier? Man doch bestimmt. Gibt's hier das? In die Richtung gehen? Ja, würde ich mal sagen. Wenn man das macht, kann man doch bestimmt zum Beispiel. Was gibt's denn hier so? Da geht's runter, da ist. Verteidigung oder so, das weiß ich nicht. Oh, guck mal, Container. Hier in dem Gebäude waren wir schon, ne? Da haben wir die Schrotflinten gefunden. Ach so, ja, ich erinnere mich, ja. Ach, hier kann man nicht rein. Okay. Er hat dann so ein bisschen Bum-Bum gemacht und dann war aus irgendwelchen Gründen wieder Zombies da. So, das kann ich mir gar nicht erklären. Sollen wir mal hier auf die Wiese gehen? Also, noch finden wir zurück, ne? Oder? Ja, nach unten links. Ist das keine Tür, ne? Ich muss jetzt hier erstmal raus. So, dann ist auch heller draußen, ne? Ich drehe mich zwischendurch immer mal ein bisschen also um zu gucken, Zombies, ob du noch hinter mir bist. Ja. Okay, hier scheint aber echt nichts zu sein. Hier ist nur Wiese und... Dann noch oben rechts, wenn noch oben links geht's noch weiter. Komm, ich renne mal ein Stück. Oh nee, lieber nicht. Wenn ich nach Hause puste. Ich versuche euch dann wieder zu finden, ne? Wie war das? Ja, wir gehen jetzt gerade mal hier ein bisschen auf Erkundungstour. Aber hier ist echt nur Wald. Ich komme zurück. Da war ich, wo der Wald war, da war ich wahrscheinlich 20 Meter hinter euch gestorben oder sowas. Die letzten werden die ersten sein. Ich gehe allerdings jetzt wieder ein bisschen. So, unglücklich gelangweilt. Etwas gelangweilt, okay, es wird also weniger. Oh, etwas unglücklich, etwas gelangweilt, stimmt. Anscheinend ist im Wald rumlaufen total gemütsfördernd. Ja, wahrscheinlich, deswegen, da ging es mir ja nie schlecht in der Hinsicht. Jetzt habe ich hier irgendwo einen Bretterzaun hinter den Häusern, aber ich weiß nicht, ob es das bringt, darüber zu klettern. Der ist so hoch, da kann ich gar nicht wahrscheinlich rüberklettern, ne? Ich frage mich immer noch, was dieses, da unten ist was diese Straße. Grünen Äxte da unten sollen. Wenn man draufklickt, macht da was. Das, ist das nicht irgendwie ein Gesicht oder was? Nein, das sind zwei Äxte. Sind zwei Äxte gekreuzt? Ah, ich glaube, da kann man PvP an- und ausmachen. Okay. Weil jetzt halt gerade hatte Pausenklaus. Nee, warte, du hast einen Totenkopf über dir. Jetzt nicht mehr. Okay, dann kannst du ihn schlagen. Ich hab einen Lutscher gefunden. Was? Ich hab einen Lutscher im Müllcontainer. Hm, okay. Ja, lecker. Können wir mal rein damit, ne? Sollen wir mal hier lang gehen? Guten Appetit. Danke. So, wenn du jetzt. Du hast ja unten auch die beiden Äxte da, ne? Ja, da habe ich gerade eben drauf geklickt. Jetzt sind die bei mir grün. Und gerade eben waren sie bei mir rot. Ja, wenn die rot sind. Wenn du zu jemand anders guckst, dann kriegt er einen Totenkopf. Ah. Hier ist die Kirche. Das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist. Ich kann mich jetzt umbringen. Da ist noch ein Zombie. Schade. Ich weiß es nicht. Ich will es am besten gleich ausprobieren. Oh, jetzt kommen auch so ganz viele hinter mir her, wahrscheinlich. Da gibt's nur eins. Laufen. Ja, aber ich muss erstmal irgendwo hier wieder wegkommen. Jetzt bin ich könnte jetzt hier sowas machen. Kirche, sagt euch das was? Nein, ne? Taschenlampe raus. Knolle und ich, wir gehen aber, glaube ich, mal in Richtung Zivilisation. Wir wandern jetzt mal eine Straße entlang. Nach unten rechts, oder was? Nach unten rechts, genau. Gut, okay.
Hier zwei Zombies hinter mir. Scheint eine sehr lange Straße zu sein. Aber ich finde, ich balanciere ziemlich gut auf der Wiese, oder? Da ist ein Haus, da sind aber auch ganz viele Zombies. Ja, hier ist eine Kreuzung. Also Fensterscheiben sind hier schon ganz viele eingeschlagen, ne? Die sind schon relativ aggressiv wohl, die Zombies, ne? Rechts, links? Jetzt habe ich hier eine Straße mit gelben Mittelstreifen. Eine Straße auf einer Straße mit gelben Mittelstreifen. Und wir hätten auch die Option zwei Mittelstreifen. Nee, die meine mich unten. Die ging nach links. Okay. Ich gehe mal die mit dem gelben Streifen nach oben links. Aber die hört da gleich auf. Ach, ich glaube, hier war ich schon. Straße links, rechts mit weißen gestrichenen Streifen. Da bin ich letzte oder vorletzte Folge war das. Bin ich auf Erkundungstour gegangen. Ah, okay. Also den Weg hier rein gehen wir wahrscheinlich besser nicht, ne, oder? Nein, da ging's nur im Wald. Ich glaube, da war ein Haus oder sowas, aber ich weiß es nicht mehr genau. Hier ist ein Kiesweg oder sowas. Mit einem Stacheldrahtzaun daneben. Kennt den einer? Nee. Naja, an einem Kiesweg sind wir jetzt gerade auch vorbei. Also, ja. Wenn ich würde sagen, es ist Sand. Oder ja, ein Sandweg kann das auch sein, weiß ich nicht. Jetzt habe ich Hunger. Warum geht die Straße nach oben links? Ist noch da? Ja. Ich bin noch da, ja. Hier stehen noch so ein paar Zombies rum. So, jetzt haben wir einen doppelten Mittelstreifen. Nee, habe ich nicht. Aus einem wurden zwei. Einen weißen Streifen habe ich und ganz viele laufen da. Das ist nicht gut. Ich komme da aber, glaube ich, noch vorbei. Und oh, da oben ist was. Ganz viele im großen Parkplatz habe ich jetzt hier noch. Nee. Straßenpünöppel. Kann man die mitnehmen? Keine Ahnung, probieren wir mal. Ja, ich habe eine Axt. Viele Zombies, ich laufe woanders lang. Nach Nahrung suchen. Oh Gott, da sind ja noch mehr. Ach, cool. Oh, nach Nahrung suchen ist natürlich nicht verkehrt, ne? Das sind Mülleimer, oder? Oh Gott, ja. Man, jetzt bin ich so hier bei irgendeinem Laden, glaube ich, ist das. Ich hab Reisig gefunden. Mhm. Super, ich hab nichts gefunden. Pizzaland oder ich so. Ich suche hier unten nochmal in dem weiter. Ich habe jetzt eine doppelte Straße wieder mit einem Mittelstreifen und zwei gelben Streifen in der Mitte. Also eine vierspurige Straße. Da musst du nach rechts oben, wenn ich mich richtig erinnere, wenn die nach rechts oben geht. Und irgendwann müsstest du dann... Ist natürlich klar, dass nach rechts oben auch ganz viele Zombies sind, ne? Sollen wir hier oben mal lang gehen, Knall? Ja, kann man machen. Aber wenn das jetzt da ist, wo es ist, wenn ich das denke, dass es da ist, dann müsste gleich ein Hotel kommen. Ich glaube, da war ein Dinosaurier auf dem Schild. Und da musst du irgendwann links ab in den Feldweg rein. Okay, ich habe hier... Also nicht in den Feldweg, sondern... ein Schild mit einem Hamster, aber... Ein Hamster habe ich nicht gesehen. Keine Ahnung, was da drauf steht. Das Schild geht immer weg, wenn ich da dran komme. Oder näher kommen, dass ich's hell werden sollte. Wir nähern uns übrigens den 15 Minuten gleich. Oh Gott, schon wieder so viel. Kaum zu glauben. Ich dachte gerade so die 5 Minuten wären. Okay. Hier auf der Straße liegt einer tot. Da oben ist eine Gruppe von Zombies. Oh, ich glaube, es wird Dunkelknolle, kann das sein? Ah, kein Ding. Guck mal, was ich mit hab. Okay, eine Kerze oder was? Sensationell lichtspendend. Hm, aber die Straße scheint irgendwie... Ja, also man hätte die auch gerade durchziehen können, meiner Meinung nach. Ja, irgendwie schon. Aber hier ist es zumindest gerade sicher, ne? Vielleicht stoßen wir durch Zufall auf irgendein Haus. Was ist denn mit dem Weg hier? Sollen wir den vielleicht mal ein paar Meter reingehen oder so? Hier ist jetzt gerade nichts. Ja, das geht auf jeden Fall relativ weit rein. Du kannst ja, wenn du Steuerung drückst, dann kannst du ja ein bisschen weiter reingucken. Wenn du mit dem Maus an den Rand gehst. Ganz viele Zombies hier. Ich komme jetzt hier gerade nicht irgendwie in Sicherheit. Oh, ich glaube, das ist Straßenlaterne. Also, dann kommen wir zur Hauptstraße. Die ist vierspurig, glaube ich. Die ist vierspurig. Mit gelben Streifen? Mit zwei gelben Streifen. Ja, Mittelinsel, ne? So. Ja, genau. Genau, da bin ich drauf. Ich gehe nach oben rechts zurzeit. Ja, es ist die Frage, wie weit du schon bist, weil ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, nach oben rechts oder unten links zu gehen. Ja. Aber ich glaube, hier auf der Straße ist gerade auch nichts los. Oh Gott, ne? Da sind ganz viele Zombies. Also ihr seid entweder ganz unten rechts oder ganz oben links, gehe ich mal von aus. Andersherum, ganz unten links oder ganz oben rechts, ja, oder? Auf jeden Fall sind wir gerade aus einem Waldstück rausgekommen, wo so ein Waldweg rausführt. Genau. Waldweg nennt man das, genau. Okay, ich versuche hier mal erst so ein paar Zombies auszuweichen. Ja, was sagst du, Knolli? Kommt Ast von unten Sunstar oder von oben? Sunstar Motel steht hier. Dann müssen wir nach unten. Das weiß ich. Okay.
Ist da ein Dinosaurier drauf? Nee, oder was Gelbes ist das, nee. Ich die weiß Sonne es wahrscheinlich. Aber es könnte, oder, da hat jemand aber einen ganz schön großen Steinschlag. Also und dann ist ein Dinosaurier auf dem nächsten Schild noch drauf. Ja, da müssen wir hin, ich weiß, wo er ist. 0.0. Dann, okay, dann. Da ist eine Tankstelle neben. Ja, das weiß ich. Also ich, dass die Tankstelle da was, habe ich jetzt nicht mehr ich so lange. Ich gehe jetzt euch dann nach oben rechts weiter entgegen, oder was? Ja. Da ist eine Ampel. Oh, Dora, Zombie. Oh Gott, hier die sind Zombie ganz schön viele Zombies, wisst ihr das? Ich nehme den nach unten. Durst habe ich natürlich auch schon wieder. Jetzt hat er mich gekratzt und ich bin verletzt. Ist natürlich ins Dorf gelaufen. Aber warte, ich kann. Achso, man sollte in die Zombies auch reingucken, ne? Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe da einfach Stofffetzen rausgemacht. Schuhe, Weste. Nee, das lasse ich alles mal drin, oder? Oh, die Zeit läuft und ich komme hier nicht weg, ey. Ich komme an keine sichere Stelle, das ist das Problem. Ja, wenn du weiter nach oben läufst, da wird's auf jeden Fall irgendwann sicher. Hier stehen ziemlich viele Zombies zurzeit. Und immer mehr Zombies. Ja, Spawn ohne Ende Zombies. Jetzt habe ich hier schon die Schwierigkeit, da hinzukommen. Einkaufstasche, aber den nehme ich mit. Zack, ein Schlag gegen den Kopf und schon war der Zombie tot. Super. Lose. Oh, da unten ist eine Gruppe von Zombies. Ich glaube, da sollten wir erstmal Abstand von nehmen und die Folge vielleicht beenden. Wo bist du gerade so, Ass? Jo, so zwischen den Zombies wahrscheinlich. Überall sind Zombies. Es sind überall Zombies. Ich habe gar keine Chance hier irgendwie gerade. Da ist noch ein Schild mit nichts draufstehend. Aber ich glaube, wir sind nah beieinander. Da glaub wir sind ich auch, nicht weit vom Holzfällerlager entfernt. Ja. Das wäre ja super, dass ich zum Holzfällerlager noch irgendwie... Oh, so viele Zombies, das glaubst du gar nicht. Das wird echt schwer. Und die laufen alle am Lippenstift, ne, brauchen wir nicht. In meine Richtung. Ah, wenn man die einzeln locken könnte, ne? Aber die kommen wahrscheinlich als ganze Horde da, ne? Ja. Ich will einfach mal das Messer aus. So. Ach, da kommt schon wieder die nächste Horde. Also einer kommt mir noch nicht. Das. Doch, da kommt einer. Ja, super. Ja, jetzt mal einen rausgelockt aus der Gruppe. Okay. Das der eine bin ich, ne? Oder? Boah, machst du den? Soll ich den? Mein Messer ist kaputt gegangen. Na, ganz toll. Dann mach du den mal lieber. Hier sind zwei Hütchen noch am Rand. Zack. Ich hab auch Durst, so eine Shit. Oh, der hat einen Ehering. Den nehme ich erstmal mit. Und ein Medaillon. Oh Gott. Und da kommt der nächste. Da kommt der nächste. Oh, das sind aber jetzt mehrere. Okay, da kommen jetzt zwei. Lass uns ein Stück zurückgehen. Ich nehme den ersten, nimmst du den zweiten? Kann man machen. Okay. Da hinten kommt noch einer. Nee, doch nicht. Zack. Na komm, ich nehme den zweiten auch, zack. So viel Blut. Also die Axt ist schon nett. Perlenkette, das wird immer besser. Okay. Das ist halt die Frage, wozu man das brauchen kann, ne? Gut, 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 gut. Oh, 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 oh. Aber wenn man die so einzeln anlocken kann, ist natürlich super. Ja. Und ihr macht die alle kaputt, oder was? Ja, bisher. 2, 4, 5. Liegen schon auf Erde. Na, komm her, mein Freund. Bam. Und vor allen Dingen, das ist total super. Ich passe den Zombie quasi mit der Axt zu Knolle und Knolle haut ihn mit dem Brett kaputt. Ja. Okay. Voll die Strategie schon ausgedacht. Jetzt habe ich mich verletzt, oder was? Warte mal, ich muss mal gerade meine Bandage wechseln. Ich habe Hunger und ich habe Durst und ich habe Angst. Und es wird ruhiger. Okay, ah, es sind keine Gebäude mehr da. Sind bei mir weniger Gebäude. Man darf sich bewegen. So, jetzt ist wieder richtig bandagiert. Schon wieder ein Ehering. Ich glaube, da war ein Ehepaar. So, die nächsten beiden machen wir dann zusammen. Okay. Bam. Ich habe noch keine sichere Stelle hier gefunden, dass wir die Folge beenden können. Ja, wir haben hier oben zumindest aufgeräumt. Zack. Okay. Ich nehme den nächsten auch noch direkt mit. Ring und einen Kugelschreiber, das wird immer besser. Ich hoffe, dass wir wirklich auf der gleichen Straße sind. Ja, aber wenn du das mit dem Dino hattest, dann sind wir auf der gleichen Straße. Okay. Okay, wir haben die Gruppe Zombies beseitigt, wir kommen in deine Richtung. Wir sind allerdings auch jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Ja, ich weiß, das ist... Da bist du, ja, da ist er! Ich bin da, nein, nicht wirklich, wo seid ihr? Doch! Weiter oben! Ah, da seid ihr, ja, super! Renn einfach weiter, renn einfach weiter, lass uns jetzt mal. Ich renne mal, okay. Super. Oh, hier ist das Schlachtfeld. Ja. Gut, ist weit bis zum Holzfällerlager?
Weil eigentlich hätten wir weiter nach unten laufen müssen. Ich glaube, das wäre ein einfacherer Weg gewesen. Aber hier oben sind keine Zombies. Das okay, heißt, da oben können wir die Folge beenden. Lass uns weiter hochlaufen. Oh, da steht da einer. Ja, der hat sich dahin geschlichen. Da am Straßenrand. Ja, so der. Na, der Knoller macht das schon. Der hat da Erfahrung mit dem Brett. Bam, bam. Bam. Okay. Ja, ich glaube, wir sind weit weg, oder? Sollen wir jetzt gerade unterbrechen? Ich guck mal gerade, ob uns noch Zombies folgen. Nö, sieht nicht so aus. Wir können. Doch, die folgen noch, aber die sehen uns nicht mehr. Also ich glaube, da kommt gerade einer hinter dir, Knolle. Einer hinter mir. Oh, habe ich gar nicht gesehen. So, weg mit dem. So. Okay. Dann ja, würde ich sagen. Wir haben uns gefunden, ja. Wir haben uns gefunden, super, mal nach wieder. Einmal sterben. Wer weiß, wo ich vorher war. Wahrscheinlich auf einem anderen Server oder so. Okay, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen. Wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin. Tschüss.